Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal wieder einen kleinen Shopping-Haul für euch. Um genau zu sein, wird es sich heute um den Shop Naked drehen. An dieser Stelle, das ist auch keine Kooperation oder so, sondern ich habe mir alle Teile gekauft, weil sie mir gefallen haben. Allerdings habe ich nicht online geshoppt, so wie man es eigentlich ja von Naked kennt, sondern ich war in Münster im Naked Pop-Up Store. Und das ist eigentlich auch das Coole an diesem Video, denn ich habe wirklich krasse Schnäppchen gemacht. Ich war nämlich in der Outlet-Abteilung. Und an dieser Stelle würde ich sagen, starten wir auch schon mit dem kleinen Haul. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und let's go! So, Leute, ich glaube, man kann erkennen, die Tüte ist schon, ja, relativ riesig. Ich muss dazu aber sagen, es sind nicht so krass viele Teile. Es sind 6 oder 7 Teile. Das ein oder andere Teil ist auch ein bisschen ausgefallener. Deswegen wollte ich es einfach mit euch teilen. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber mit dem ersten Teil. Und das hier ist dann jetzt auch schon das erste Teil. Das ist ein Strickpullover. Ich muss sagen, der ist wirklich super weich. Also gar nicht kratzig oder so. Das mag ich ja bei Pullovern wirklich gar nicht. Der hat hier so einen V-Ausschnitt. Ich hatte den übrigens, glaube ich, in meinem letzten Video sogar schon an. Der sitzt auch schulterfrei, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und ist halt locker. Ich werde euch natürlich übrigens auch alle Teile getragen zeigen. Das mag ich persönlich bei Hauls immer sehr gerne. Deswegen, ja, so viel dazu. Ansonsten ist der halt gar nicht mal so spektakulär, aber kommen wir zum nächsten Teil. Ach ja, übrigens, der Pullover hat ungefähr 15 Euro gekostet. In dieser Outlet-Abteilung in Münster ist das nämlich so, dass es so verschiedene Kategorien gibt, zum Beispiel Jacken, Pullover, Sweatshirts und sowas. Und jede Kategorie hat eine Preisklasse, zum Beispiel Jacken 25 Euro, Pullover 15. Und das ist dann auch wirklich der Preis für alle Teile, was wirklich sehr krass ist. Also falls ihr aus der Nähe von Münster kommt, dann kann ich euch echt empfehlen, da mal hinzugehen, weil ich war da jetzt schon 2 Mal und wie gesagt, ich habe jedes Mal was Cooles gefunden. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Teil und zwar ist das eine Lederjacke. Kann man im Winter vielleicht nicht unbedingt gebrauchen, aber ich fand die einfach so krass schön. Das ist übrigens die Lederjacke aus der Kollektion von Pamela Reif. Ich glaube, die Kollektion ist auch schon etwas älter, also nicht so aktuell. Deswegen ist das ja auch in der Outlet-Abteilung, weil die Sachen teilweise aus der letzten Saison sind, aber trotzdem, ich finde diese Lederjacke wirklich extrem schön. Die hat hier auch noch an der Taille so einen Gürtel. Wie gesagt, hier in der Kamera kann ich euch das jetzt nicht so krass zeigen, aber ich werde euch das ja einblenden. Und Leute, jetzt haltet euch fest, die Jacken kosten dort einfach, wie gerade schon gesagt, alle 25 Euro. Also auch so fette Teddymäntel und so. Und ja, vor allem diese Jacke gibt es einfach online für um die 100 Euro. Also online ist die halt nicht reduziert. Das ist halt das Krasse. Und yes, also über diese Jacke habe ich mich wirklich extrem gefreut und musste sie direkt mitnehmen. Kommen wir als nächstes zu einem Teil, was ich persönlich nicht alltäglich anziehen würde, aber ich finde es extrem schön und kann mir das zum Beispiel auf einer Party gut vorstellen. Es handelt sich um dieses, ja, um diesen Hauch von nichts, würde ich schon fast sagen. Das Oberteil ist halt, also es ist ein Langarmshirt, besteht aber wirklich komplett aus diesem Spitzenstoff. Ich hatte halt so ein Oberteil noch nicht und fand die immer schon sehr schön. Was mir nie gefallen hat, ist halt, dass die wirklich auch vorne komplett durchsichtig immer waren. Dieses Oberteil hat, vielleicht kann man es erkennen, innen halt so Einlagen eingenäht. Deswegen kann man da nicht durchschauen oder so. Und ja, ich finde das wirklich so krass schön. Das hat, glaube ich, 7 Euro gekostet ungefähr. Kommen wir als nächstes zu einem, ich würde sagen, etwas unspektakulärem Teil. Es ist nämlich eine Kette. Die ist auch relativ schlicht, aber ich glaube, genau das finde ich daran so extrem schön. Die besteht nämlich aus 2 Teilen. Wie man erkennen kann, ist das einmal ein etwas kürzeres Kettchen mit so kleinen Plättchen. Wow, das hat sich gereimt.
Und daran ist halt noch so eine längere Kette befestigt. Fand ich einfach schön. Ist in der Farbe Gold. Ich mag Goldschmuck, um ehrlich zu sein, eh an mir irgendwie lieber. Die Kette hat übrigens, glaube ich, 13 Euro gekostet. Allerdings gab es da nochmal 40% Rabatt drauf. Die gehört nämlich zu der aktuellen Naked-Kollektion. Und es gibt nämlich, also auf die Teile, die jetzt nicht zum Outlet gehören, gibt es auch nochmal komplett 40% auf alles. Also es sind aktuelle Sachen. Wie gesagt, falls ihr dort irgendwo in der Nähe wohnt. Es lohnt sich wirklich, da vorbeizuschauen. Ich bin auch echt am Überlegen, ob ich da nicht vielleicht nochmal hinfahre. Das nächste Teil sieht wie folgt aus. Es ist halt ein grauer Cropped Pullover. Der ist übrigens auch aus der Kollektion von Ivana. Was ich sehr cool daran finde, ist, dass man den unten nochmal so enger schnüren kann. Also der ist halt... ja, so ein Gummiband dran. Ich habe das zum Beispiel auch zum Fitness angezogen. Das sieht halt richtig cool aus mit so einer Sport-Leggings. Ansonsten kann man das auch sehr gut im Alltag tragen. Ist halt sehr chillig. Genau. So, Freunde, wir sind jetzt tatsächlich schon bei den letzten zwei Teilen angekommen. Ich muss sagen, ich glaube, die zwei Teile finde ich auch irgendwie am coolsten. Ich muss dazu sagen, es sind zwei Jacken und die haben einfach jeweils 25 Euro gekostet. Ich komme immer noch nicht darauf klar, aber ich zeige sie euch jetzt. Das ist, um genau zu sein, ja, ein Mantel in so einem super weichen Teddy-Stoff. Wie man erkennen kann, ist der halt oben eher so bordeauxrot und wird nach unten hin schwarz. Der ist auch nicht zu lang, nicht zu kurz. Also ich finde die Länge wirklich perfekt. Ich hatte den auch schon relativ oft an und der ist wirklich so krass flauschig. Ja, ich kann dazu gar nicht mehr sagen, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, den gefunden zu haben. Ich glaube, das war tatsächlich auch der letzte dort. Aber die haben da auch tatsächlich immer unterschiedliche Sachen. Also ja, vielleicht kommt der nochmal rein. Ich weiß es echt nicht, aber... ja, so viel dazu. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das letzte Teil wird wirklich die Meinungen spalten. Ich weiß, dass es nicht jedem gefallen wird, aber ich fand es extrem cool. Es ist ein Mantel. Allerdings ist der wirklich relativ lang und aus einem ja, Lederimitat. Und dazu kommt auch noch, es ist kein glattes Leder oder so, sondern in so einer Schlangenoptik. Der sieht halt wirklich, man sieht damit halt schon aus wie so ein Gangster. Ich kann mir den extrem gut mit so schwarzen Doc Martens vorstellen. Der hat halt auch an der Taille so einen Gürtel. Ich muss sagen, der Mantel ist mir ein bisschen zu groß. Das ist nämlich eine 36. Aber ich fand das jetzt nicht so schlimm. Der sieht halt ein bisschen oversized aus. Und ja, den werdet ihr ja auch angezogen sehen. Damit war es das tatsächlich auch schon von meinem kleinen Haul. Ich hoffe sehr, dass es euch da draußen gefallen hat. Falls ja, lasst mir gerne einen Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und schreibt an dieser Stelle gerne in die Kommentare, welches Teil euch am besten gefallen hat. An dieser Stelle würde ich dann auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!